Education Kongress in Hamburg. Hallo, vielen Dank. Wie schon gesagt wurde, heute werden wir über DDoS lernen. Nicht nur, was das ist, weil das etwas ist, was Sie alle wissen sollten, sondern wir kennen Sie hauptsächlich von der Verteidigerseite. Wir sehen Sie aus den Medien, aus den Nachrichten, irgendjemand hat irgendein Virus geschrieben, der das macht, aber wir hören immer nur eine Seite von dem Ganzen, die Verteidiger. Und heute werden wir über die Mitigation lernen, oder beziehungsweise wie man das nicht mitigated. Zuallererst, so Mitigation ist gegen Kämpfen, die Fehler, das Problem abwenden. Zuallererst kriegen wir ein paar Informationen darüber, was DDoS ist, worum geht es. Nur eine kurze Zeile. Zweite, die Methodologie, wie wir diese Dienste anbieten. Wir sind seit 3 Jahren von DDoS angegriffen werden von Leuten, die unseren Service ausprobieren. Teilweise hilft das auch nicht so ganz. Und danach schauen wir, wie das DDoS wirklich passiert. Was passiert da? Welche Statistiken, auch sehr langweilig. Und dann gehen wir über die 10 üblichsten Strategien, die wir vermuten, hoffen, dass Sie die von denen hören. Am Ende haben wir ein paar Fragen und Antworten. So, ich bin Michelioni, ich mache Sicherheitszeug. Ich bin ein Teil eines Sicherheitsforschers. Zusammen machen wir was Cooles, wir Verteidigung und außer ich bin arbeite mit Penetrationstesten und ethischem Hacking und über 3 Jahren harter Arbeit über DDoS können wir unseren Kunden einen Service zu bieten, sich gegen DDoS verteidigen. So, jetzt ist das Ende der Werbung und wir werden nie wieder davon hören. So, jeder kriegt DDoS-Angriffe. Nicht wirklich. Nicht jeder, ihr. Wenn ihr ein Angreifer seid, werdet ihr vielleicht dann ein oder zwei Taktiken, die ihr vorher nicht kennt. Wenn ihr ein Verteidiger seid, dann werdet ihr lernen, was ihr nicht machen sollt. Was sind die 10 häufigsten Strategien, die man nicht machen sollte. Und wenn ihr weder noch seid, Verteidiger oder ein Angreifer, dann hört einfach zu. Hier sind ein paar gute Lachen, ein paar gute Schadenfreude. Die Methode, ist ein bisschen kompliziert. Die andere ist Methode. Wir wollen Kontrolle über unser Botnet haben, wir wollen ein ordentliches Botnet haben und alles, worüber ich jetzt hier rede, ist legal und wir machen das als legal, wie wir es können. Wir haben unser eigenes Botnet, ein ziemlich gutes Botnet, überall auf der Welt, überall auf dem Globus und wir haben diese Kontrollmechanismus für unsere Kunden. Wir haben ein paar extra Zugänge. Zum Beispiel, wir können genau anschauen, wir loggen alles mit. Und das ist ziemlich kompliziert zu machen, wenn man Botnets mit tausenden von Computern hat. Und wir wollen jedes von denen einzeln kontrollieren können. Und wir wissen genau, was wir nicht hinkriegen, was wir nicht sehen. Und dazu haben wir etwas ähnlich zu einem roten Team und ein blaues Team. Das blaue Team ist einfach nur falsch. Blau. Hier sieht man Spock mit einem blauen T-Shirt. Das blaue T-Shirt ist auf der Seite mit dem Kunden und schaut deren Blogs an. Nicht um ihm zu zeigen, was er tun soll, sondern einfach nur Notizen macht für das rote Team. Und das rote Team auf der anderen Seite der Zeile greift die Kunden an mit dem großen Botnetz und zusammen mit den beiden Spocks wissen wir genau, was passiert auf dem Netzwerk oder in den Computern des Kunden. Und dadurch können wir denen wirklich sagen, was er macht, gut sagen, was er machen soll. Wir wissen, was passiert, wir können genau anschauen, wo das ist, wir können es analysieren, wir können unser eigenes Botnetz analysieren und für Verbesserungsmethodiken fürs nächste Mal anschauen. Und zusammen haben wir diese Visualisierung von der Analyse und wir können weitergehen mit dem Angriff. Außerdem, einige DDoS-Attacken benutzen hauptsächlich, vielleicht ist es ein Schock für die meisten, meistens
sind kleiner als 2 Gigabytes pro Sekunde. Und einfach nur um zu zeigen, dass DDoS nicht unbedingt so groß ist, wie die Medien sagen, dass es ist. Natürlich sind manchmal sehr große Angriffe und die Netzwerke wirklich Probleme damit haben, aber in den meisten Fällen, wenn jemand DDoS in den Medien sagt, dann bedeutet das nicht sofort, dass es ein sehr großer Angriff ist. Auf dem Netzwerk ist. Außerdem haben wir Reflexion und Amplikation. Das sind zwei Wörter, von denen wir sehr viel hören. Reflexion ist der wirkliche Attacke, indem man von die Servers von dritten Personen, die wir kommunizieren müssen, die dritte Person leitet es weiter auf den wirklichen Angriff, den wir schon wollen. Und Verstärkung benutzen wir in irgendein asymmetrisches Protokoll. Ein asymmetrisches Verhalten des Verteidigers oder des Angreifers oder des Servers, also die Serveragenten, sind viel härter arbeiten, um irgendetwas zu machen. Und das ist Verstärkung. Und zu guter Letzt, die meisten Attacke, über die wir hören, brauchen keine Gehirne. Man kann das Gehirn draußen lassen und einfach nur anfangen mit einem Werkzeug. Und dafür, darum bedeutet es, dass die meisten Angriffe so sehr starke Bandbreite brauchen. Man muss einfach nicht so dumm sein. Man muss nicht die meisten von diesen 90% des Gehirns, aber man braucht einen kleinen Anteil des Gehirns, um den Angriff zu verstärken, ohne dass man so viel Bandbreite benutzt, als man eigentlich bräuchte. Also, nur ein paar Sachen. Es gibt ein sehr modernes Frontend. Wir werden das anschauen beim Beispiel, aber jeder denkt, die Webseiten wird kaputt gehen, weil DDoS wegen einem Login-Tool, eine www-Seite der Bank, aber das ist nicht, worum es wirklich geht. Ja, man kann auch das Backend angreifen. Zudem kann man das Backend auch dafür bringen. Das macht ja auch etwas und nicht nur die Seite anzeigen. Also kann man den Angriff verstärken bei das Backend. Man kann Stealthy sein, die hören zu, sie sniffen. Die schauen die ganze Zeit, was da passiert. Das ist ein magisches Sniffing. Und auch über Verstärkung einfach so generell drüber denken. Wenn ich sage, Stealthy, benutze deine eigenen Werkzeuge. Die meisten Attacken, die man hört oder liest, ist, wenn man den Quellcode dafür hat, den Quellcode liest, und dann kann man analysieren, was macht denn der Angriff? Und diese Angriffe sind in der Regel relativ einfach zu verstehen, weil man braucht eine sehr kleine Verteidigungsanform, um den durchzuführen. Wenn man weiß, was man macht, dann kann man den sehr einfach ein eigenes Skript schreiben. Und damit kann man 90% der Signaturen, die auf Anti-DDoS-Maschinen laufen. So, Amplifikation, so generell, sind 4 Pillars. Netzwerk, die CPU, die teilweise sehr limitiert ist in manchen Fällen. Und CPU war schon auf dem 28. C3 von jemandem angegriffen worden. Ich habe seinen Namen vergessen, weil es nicht meine Muttersprache ist. Und ein sehr professioneller Typ hat einen effektiven Angriff, CPU-Angriff gezeigt, der ein einzelnes Get- oder Post-Request zu dem Server geschickt hat und der evaluiert die CPU-Ausleitung und hat bis zu 99% gebracht und dadurch die Hash benutzt hat. CPU ist auch wieder ein sehr starker Angriffspunkt, den wir vielleicht angreifen wollen. Ein anderer Teil, den wir potenziell angreifen wollen, sind die Arbeitsspeicher, insbesondere den RAM. Alles, was wir benutzen, hat RAM drin und wir können das ausnutzen. Arbeitsspeicher und alles, was auf einer Webseite passiert, wenn man eine Datei hat und die Datei muss irgendwie unterschiedlich analysiert werden, dann muss man vielleicht oder alle Stände haben im Arbeitsspeicherbereich und das kann man auch sehr effektiv sein. Und zu guter Letzt sind die Speicher selber. Man hat eine gewisse Menge an Speicherplatz, also Festplattenspeicher und sogar der I/O-Buffer der Festplatten, die sehr gut arbeiten, um alles auszuführen. Okay, das ist eine wahre Geschichte. Und die Namen wurden geändert. Wir werden keine unserer Kunden anschwärzen.
Und ihr wisst, dass jetzt nächstes kommt, also aus dem Verteidigen der Toten wird der Rest nicht geändert. Das ist irgendein Film. Also, Retic, Zed, Facepalm, also Hand. Stark. Und jede der Gesichten wird von einem Facepalm-Ration gezeigt werden. Wir haben eine Skala davon. Habe ich schon gesagt, am Ende der Nummer 1, wir gehen von 10 zu nach 1. Nummer 1, ich kann versprechen, ihr werdet ein episches Facepalm machen. Das verspreche ich, okay? Ready? Bereit? Number 10. Nummer 10. Nummer 10 war, also das war üblich, ist nicht so üblich. Die Netzwerkleute wissen, dass es Müll sind. Also begrenzen der Anzahl an Eingängen, an Pakete, die reingehen. Ja. Wir haben ein DDoS mit 2 Gig, aber wir haben nur 1 Megabyte auf Bandbreite. Deswegen lasst uns mal nur einen nutzen zum Hochladen. Deswegen der Rest der 99 Megabit per Sekunde werden nicht verwendet. Also, wenn ihr einen eingehenden Paket, das funktioniert nicht. Der Kunde hatte einen und der ESP hat gesagt, bitte begrenzt der Anzahl an eingehenden Pakete. Und das war der Internetprovider, der gesprochen hat. Und der Kunde hat es geglaubt. Und der Glaube, das war genug, um das Problem zu lösen. Und ja, der wollte das testen, deswegen haben wir es getan. Und das war relativ einfach. Aber wenn du weißt, wie das im Internet funktioniert, du hast einen GET-Request. Es ist einfach. Es ist 1 KB, 1 Kilobit. Oder vielleicht 1 Kilobyte. Und du willst eine Datei von der Server. Wenn die Datei groß genug ist, dann hast du 1 Megabyte pro Datei oder 200. Das ist schon ein Amplifikationsfaktor von 200 mehr. Also wir nutzen sehr wenig Daten, die wir brauchen und zum Hochladen, aber der Download ist das Inhalt. Und der Server tötet sich selbst. Und das Schöne an dieser Taktik ist, das funktioniert immer. Nicht nur, wenn irgendjemand versucht zu mitigieren, sondern die Verwendung ist schon ein, ja, das ist nicht ein großes Facepalm, das ist nur implizites Facepalm. Vielleicht sollte es nicht mal auf diese Skala sein. Nummer 9. Es ist sehr schön. Wir haben Werkzeug, der prüft die Größe jederzeit. In dieser Geschichte, eine wahre Geschichte, der Monitoring wurde von einem Drittanbieter gemacht. Der einzige Job war, diese Seite zu monitoren. Also, du kannst nach 20 Minuten deine Gedanken gehen weg. Du kannst nur noch an Blumen oder Kinder oder was auch immer oder was du mittags gegessen hast, aber deine Aufmerksamkeit weg. Und dann vergisst du eben das Monitoring. Das ist etwas, das sehr, sehr langweilig ist. Deswegen guckst du den Graph und wenn es okay aussieht, dann lass du es so, wie es ist. Aber in dem Fall, wir haben es nicht so. Wir haben die Seite angegriffen und die Seite war kaputt. Das war ein Überraschungsangriff. Die Person, die den Test haben wollte, war der Sicherheitsbeauftragte der Organisation und der Drittanbieter nicht Bescheid gegeben, dass ein Test stattfinden würde. Deswegen, als die Seite runter war, hat man es gesehen. Man musste kein Experte sein, um das zu sehen. Und dann hat er nur gewartet. Und noch ein bisschen gewartet.
So, und du stellst dich die Frage, hey, vielleicht ein E-Mail oder irgendein Anruf. Irgendjemand wird die Person sagen, hey, wir haben ein Problem. Nein, keiner hat es getan. Weil, zwei Sachen. Die IT war, es hat keiner die IT Bescheid gegeben und wir werden wissen, warum in einer Sekunde. Es hat keiner ein E-Mail geschrieben. Und der Monitoring, der hat nicht gemerkt, dass irgendwas kaputt ging, dass irgendwas war falsch auf dem Netzwerk. Also, was ganz genau ist schiefgelaufen? Der Drittanbieter hat den Logging-System gesehen. Und der Logging-System sah so aus. Du hast einen Peak, so irgendwie vorne. Also ich weiß nicht die Farben, aber da gab es ein Botnet. Und das ist drin irgendwo. Das ist ein Screenshot, das, was passiert ist, als der Sicherheitsbeauftragte angerufen hat und gesagt hat, hey Leute, ist alles okay? Und der Drittanbieter hat einen Screenshot gemacht und das geschickt und hat gesagt, ja, das sieht okay aus. Guck mal, es ist vielleicht wieder entspannt. Da gibt's nichts. Aber, Nummer eins, sie haben tatsächlich nicht aktiv überprüft. Wenn sie einfach auf den Browser geklickt hätten und die Seite geöffnet und auf die Seite gehen, wenn du auf die Seite gehst, du merkst, das funktioniert nicht. Du musst keinen extern sein oder ein SOC-Team. Genau das nicht gemacht. Und warum wusste die IT davon nichts? Warum kein Anruf oder E-Mail? Und das ist eigentlich das Teil von der EMI-Quelle. Die tatsächliche Bandbreite, die dafür verwendet wurde, wurde auch verwendet für der Hauptquartier innerhalb, also jeder, der surfte, innerhalb der Gebäude, dort, der Hauptquartier, also es gab keinen E-Mail in der Zeit. Es könnte keiner anrufen, weil die Bandbreite war einfach nicht mehr vorhanden. So, das war schön. Und diese Art von Facepalm ist, na, es ist ein Baby-Facepalm. Ja, das ist einfach. Und das sieht süß aus, oder? Oh. Okay. So, Nummer 8. Okay. Die Backend-Server sind nicht wichtig, um gegen einen DDoS zu schützen. Und wieder, sehr sichere Idee, die wir anschauen müssen. Backend-Server sind nicht wichtig. Ah, das ist dumm. Backend-Server sind immer wichtig. Wenn man denkt, dass irgendwelche Server nicht wichtig sind, dann einfach nicht benutzen. Wenn diese Server nicht geschützt werden müssen, dann sind die irgendwo. Und diese Idee, dass man denkt, kommt von den Medien. Jeder liest davon diesen Angriff. Zum Beispiel die Bank von Amerika wurde angegriffen. Das Erste, was man denkt, ist, jeder tweetet darüber die Login-Seite von dieser Bank. Warum die nicht antwortet? Also die Medien machen dasselbe. Die Login-Seite der Bank ist kaputt, aber meh. Was aber wirklich passieren kann, ist das viel Schlimmeres. Was versteht, wissen wir nicht, bis man sich das anschaut und weiß genau, was schiefgelaufen ist. Vielleicht ist es passiert, vielleicht sind die meisten Seiten treffen das Frontend, aber das bedeutet noch lange nicht, dass es Backend unwichtig ist. In diesem Fall haben wir versucht, eine Karte von der Seite zu machen. Wir wollen das Backend anschauen, weil wir unsere Idee. Wir wollen wissen, das Backend angreifen, wir wollen wissen, was passiert. Wie kriegen wir das hin, dass ein Backend-Server getroffen wird? Also ich weiß nicht, wie einfach das ist, aber es ist sehr üblich für Pentester, dass man das macht. Wenn man eine Blackbox-Seite anschaut, dann geht man zu einer Seite und schaut, rauszufinden, was passiert. Dahinter. Und man kann es aber nicht wirklich sehen, wenn man da nicht ein Entwickler ist. Man versucht einfach die Seite als Pentester aus. Und wenn man die Seite sich anschaut, dann versucht man rauszufinden, wo ist die Datenbank, was passiert denn da? Und das ist teilweise relativ einfach. Wenn man eine Frage bekommt, eine Search-Frage, wahrscheinlich jetzt SQL oder NoSQL Server oder eine Datei sogar,
Aber irgendwo ist eine Datenbank. Man kann daran Anfragen stellen und kann es anschauen. Darum ist diese Idee ziemlich schlimm. So, diese Backend-Server. Vielleicht die lässt mich jemand? Nee? Ah, okay. Also in diesem Fall haben wir etwas raten und das ist relativ einfach. Wenn etwas langsamer wird, es wird ziemlich langsam zwischen Datenbanken oder Forms, dann ist irgendwas im Backend. Das Frontend denkt nicht stark darüber nach, dass er um den Punkt und es ist sinnvoll. Und wenn die Seite über irgendwas nachdenkt, dann muss das das Backend sein. Man hat es gefunden, man hat einen Erfolg beim DDoS. Und das ist der Famebaum. Ja, das ist ein Kitten. Da muss Kitten sein, so ein Kätzchen sein, um das zu machen. Das ist so ein 90ern von euch. So, 7. Wir haben einen relativ guten Kunden in Runden, so im Zusammenarbeit. Und der hat uns sehr gut unsere Arbeit respektiert und uns am DDoS gemacht. Und er hat ihn doch mal angerufen. Diesmal hat er eine neue Box gekauft. Und diese neue Box hat sehr viel Geld gekostet. Und wie jede Kiste tut das. Und wenn man eine sehr, sehr teure Kiste kauft, dann muss man vielleicht die alle Server daran anschließen. Diese Backend-Server sind genauso wichtig wie die Frontend-Server. Protect die ganzen Domains, die ganzen Daten verbinden, die ganzen Corporate Maschinen anbinden. Die Bank, alles. Alles aus zu dieser Kiste anschließen. Und sagen, was ist das Problem? Er kriegt ein bisschen extra Zeug. Oder vielleicht auch nicht. Was er wirklich bekommt, ist verschlüsselt gegen DDoS, gegen diese ganzen Domains. Und wenn wir das ausprobiert haben, den wirklichen Test ausgeführt haben, haben wir versucht herauszufinden, was diese Box machen soll. Wir haben keine Broschüre von dieser Kiste, die wir bis jetzt noch nicht gekannt haben. Die, ziemlich dumme, kein Name. Und die Verteidigung ist ziemlich eindeutig, neu. Die Strategie ist, denkt darüber nach, was passiert. Die Kiste sitzt dann nur für 20 Sekunden und wenn sie vermuten, dass irgendwas passiert und nach 20 Sekunden vermuten, das macht ihr ein Modell für den Angriff und dann versucht es automatisch herauszufinden, wie man den abwenden kann, den Angriff. Dieses Mechanismus wird normalerweise benutzt, um dass die Seiten gedrained werden. Wenn man alte Seiten hat, dann macht man die Seiten einfach heiß und wartet man auf neue und mit dem Modell, was man baut, können die Box entscheiden, was kommt rein und was kommt nicht rein. Also, als wir das versucht haben, bevor wir eine Seite angreifen, sammeln wir Informationen über die Seite. Wir haben versuchen herauszufinden, was wirklich passiert. Und der Kunde muss normalerweise überhaupt nichts antworten. Wir versuchen uns nicht, die Technologien, die wir umgehen wollen. In diesem Fall haben wir die Liste, die Datei gesehen, haben ein paar interessante Verteidigungsstrategien angeschaut und haben versucht, die zu umgehen. Wir hatten jetzt nichts wirklich Gutes, als wir den Angriff angefangen haben. Aber genau 20 Sekunden oder 21 Sekunden später war die ganze Seite untergeschaltet von der ganzen Welt. Nicht nur das, 6 Minuten später prüfen die Leute vom Blau-Team nochmal, Leute, ihr müsst den Angriff anhalten, sofort. Jemand ist sehr wütend. Warum? Was ist passiert? Ihr wisst, was dieser Test passiert. Wir haben es gerade ausgeschaltet. Es passiert. Wir haben 2 Minuten, um den Angriff auszuschalten und dann zum zu starten. 2 Minuten. Jetzt warten wir ein bisschen. Es hat 1,5 Minuten gedauert und dann ist der Angriff fertig. Aber keiner der Server hat geantwortet. Also, anscheinend hätten die sehr großen Stress. Ja, vermute ich jetzt mal so. Nicht nur das. Das ist das Ende. Nein, nicht nur das. Nicht nur die Domains, die wir gedacht haben, dass sie die angreifen, war runter. Auch die ganze kooperative Netzwerk war runter, weil alles von der Kiste
abhängt. Und weil, wie die Shutdown passiert, das ganze Netzwerk Shutdown ist, unser interne Netzwerk, ein paar sehr Backend-Nitte. Zweite Kiste. Halt die Kiste, was sehr Wichtiges kommuniziert, ohne erklären zu können, was wirklich war. Aber irgendetwas ist sehr komisch gelaufen beim Corporate Netzwerk und sie haben eine viel Geld darüber verloren mit den Transaktionen. Das war sehr, sehr peinlich und ihr könnt vermuten, was passiert ist. Als die Kiste ganz alles gesehen hat, nicht nur das Monitoring war auch ausgeschaltet, weil es war mit einer Kiste verbunden. Alles war dunkel, innerhalb von Sekunden, und alle hatten Angst und die Telefone haben nicht geklingelt, aber die haben sich einander angerufen und dachte, lass uns aufhören. Wir haben aufgehört und ich glaube, es hat irgendwie 7 Stunden gedauert, um wirkliche Mitigation, um die Server wieder zurückzubringen zu einer normalen Operation. Dieses Facepalm so. Okay, number six. Nummer 6. That's a good one. Das ist ein guten. Ich liebe es. Es passiert jederzeit. Also es ist sehr üblich heutzutage. Man hat sehr viele Verkäufer, die verkaufen irgendwelchen Cloud-basierten Lösungen und Mitigationstechniken. Also wir vertrauen die Verkäufer nicht. Also das ist, was passiert, wenn du vertraust einem dritten Anbieter, das du nicht weißt, das du nicht kennst. Also Leute, die irgendwas anbieten, also cloud-basierte Mitigation, aber wenn du zu einem Startup gehst oder jemand, der relativ jung ist und der gibt es dir für umsonst. Und es gibt eine gewisse Sicherheit gegenüber DDoS. Und deswegen diese Verteidigung ist ziemlich cool für uns, weil wir können ziemlich, also wenn wir das erwarten können mit der Beziehung mit dem Verkäufer, dann HTTPS ist nicht abgedeckt, deswegen wir mit HTTPS. Und wenn wir mit HTTPS gehen, es wird nur besser, weil THC, die Hackers Choice, hat eine super Forschung gemacht über SSH und Renegotiation. Und das ist so effizient, so 15 Mal effizienter für die CPU des Servers und harter als der eigene Arbeit. Also als wenn man versucht, seine CPU zu überlasten, das ist ziemlich einfach zu verwenden mit nur 2 Rechnern. Aber wenn wir von einem großen Bank sprechen, 2 Rechnern wird nicht sein, nicht genügen. Aber wenn die Negotiation da ist, also Verhandlung da ist, wird es getan. Also sehr schwierig so zu kontern, es sei denn, man hat HTTPS-Hit und man weiß ganz genau, was auf die Linie, auf der Leitung geht. Und der Verkäufer kann auch nichts machen. Man sieht es nicht, weil man verarbeitet das nicht selber. Und ihr könnt sagen, und ihr werdet richtig sein, ihr wollt nicht unbedingt jemand anderem sehen, der eure gesamten Daten sieht. Aber wenn ihr einen Sicherheitsverkäufer nicht traut, dann arbeitet nicht mit dem. Es ist einfach. Und das ist ein Doppel-Facepalm. Die erste ist der Arbeiten mit einem Sicherheitsverkäufer, dass du nicht traust. Der zweite ist, dass du das nicht siehst, wenn HTTPS von irgendjemandem terminiert wird. Okay. Nummer 5. Wir brauchen Big Data. Das war keine Pause. Ich wollte nur was trinken. So, wir brauchen Big Data. Das ist ein großes Wort. Ich weiß nicht, ob ihr da schon darüber gelesen habt vorher. Aber Big Data wird ein Trend werden, sage ich euch. So, lasst uns alles sammeln. Wir haben Big Data. Wir haben dieses Netzwerk,
Gerät, wir haben dieses Netzwerkgerät und wir wollen alles sammeln. Das ist cool für uns, für euch. Aber ihr habt da ein großes Problem und das ist der Speicherplatz. Und ehrlich, manche Protokolle wie PCI sagen, du möchtest alles speichern, du musst alles speichern. Es ist nicht eine falsche Assumption und nichts damit machen, sondern, also ich speichere das sinnvoll. Also und wenn es nicht sinnvoll gemacht wird, du hast Log und dann hat ein Speicherboom und ein Silo wird gebraucht. Und dann ist es komplett gelockt. Man kann nichts mehr machen auf dem Server. Das ist wirklich schwierig, irgendwas zu tun ohne 4K. Wenn man irgendwas von der Platte braucht und vielleicht ist die I.O. blockiert, aber das, was am einfachsten fällt, ist nicht ein Server, weil die rotieren durch die Logs. Und die Admins wissen, wie das man tut. Und die Infrastrukturleute wissen es auch. Aber etwas, das übersehen wird, ist die Netzwerkswitche und IPS, UPS und die Anti-DDoS-Mitigationsgerät und vielleicht ein VPN. Und in dem Fall war das IPS. Das IPS, ich werde den Verkäufer einfach allein lassen, aber der geht durch seine Logs und der hat einen Storage Boom bekommen und dann hat er einfach die gesamte Seite getrennt. Also sie konnten nicht mehr irgendwas gegen den Angriff machen, weil der IPS kaputt war. Man könnte nicht mehr auf der Seite selber ankommen und könnte sich nicht mehr verbinden mit der IPS, weil es gab keinen Speicherplatz mehr auf der IPS. So, man kann das Problem nicht mehr lösen und man musste wirklich in einen Bunker gehen und der Knopf drücken, hoffentlich der richtige. Und das ist ein Facepalm von Drittanbieter. IPS ist Intrusion Protection System. 4. Wir werden angegriffen. Bedeutet die sofortige Scrubbing Service. Es gibt so etwas nicht. On-Demand Scrubbing Service bedeutet es Scrubbing Service. Die müssen etwas über den eigenen Verkehr lernen. Die müssen wissen, was sie entfernt wollen. Außer man bringt ihnen das bei. Und das ist sehr schwer, ihnen das beizubringen mit dynamisch ändernden Seite. Und sagen wir mal, da ist so ein Ding, On-Demand Scrubbing Service. In diesem Fall haben wir ein paar einen Learnings-Mode. Das ist sehr wichtig. Er lernt und sagt einfach, hey, mach nicht die ganzen Anforderungen und Integrationen und schalt es nur an, wenn man den wirklich benutzen möchte. Und in diesem Fall, zwar in Australien, zu einem australischen Kunde und es war nicht sein Fehler und er hat einen On-Demand Scrubbing Service benutzt und der Angriff war normaler Verkehr. Wenn man weiß, wie der normale Angriff anschaut, dann kann man sehr einfach so ähnlich aussehen lassen. Und unseren Werkzeugen können wir das machen. In einer sinnvollen Art und Weise. Und sondern jetzt müssen wir das Handbuch lesen. Und der hat das Handbuch gelesen, das mir nur das Handbuch das sagt, das ist kein Problem. Wir können sofort lernen. Also ich kenne das jetzt nicht, aber lassen wir mal das möglich. Und der Vendor-Antwort war sehr interessant. Also die Geschichte war so. Wir hatten die Kundenseite, wir haben sie angegriffen und dann war es ziemlich in Ordnung. Wir haben wir wollten die verstärken, um zu schauen, was wirklich passiert. Also wir haben es höher geworden, noch mehr und dann haben wir irgendwo ein Limit gehabt. Okay, sieht in Ordnung aus, wollen wir wirklich weitermachen? Und sagt, nee, ich möchte den On-Demand Scrubbing Service mal ausprobieren. Und in der Sekunde, wo er den eingeschaltet hat, On-Demand Scrubbing Service, war alles abgeschaltet worden und man konnte nicht mehr zugreifen. Und es war sehr interessant, weil nicht nur der es so gemacht hat, sondern er hatte auch keine Kontrolle darüber. Er konnte es nicht mehr ausschalten. Wenn es vielleicht DNS reinkriegen und hat den Verkäufer angerufen. Und normalerweise machen wir das in der Nacht, aber
wenn wir den Kunden nicht schaden wollen, wenn sie die Zeit benutzen. Das ist problematisch zu uns, weil wir unseren normalen On-Peak-Kräfte machen, wo wir wirklich normalerweise angreifen, zum Beispiel Weihnachten oder so. Aber in diesem Fall, ja, ein großer Kunde, wollten nicht den Kunden wirklich schaden. Das ist also nach egal. Und er ruft den Verkäufer an und der Verkäufer hat in 24 Stunden jemand da, der mit den Personen ist und der hat die Telefone abgenommen und hört. Jemand, der wirklich vom Schlaf aufgewacht ist. Ja. Wir vermuten, dass er in seinen Unterhosen, da konnten ihn nur hören. Und wir haben ihm gesagt, hey, hör zu, wir brauchen eure Hilfe, unsere Seite ist down, wir sind 6 Stunden, bis es wieder morgen wird. Und wenn morgen kommt, dann werden unsere Leute zur Seite gehen und keiner kann. Im Moment kann niemand zugreifen. Und das ist kontrolliert. Und dann sagt, wartet mal, ich muss mit jemandem reden. Er ruft mit jemandem an und eine halbe Stunde später kommt er uns an und sagt, hey, okay, wir versuchen es rauszukriegen. Und nach einer Stunde und dann war der Unscraping-Service ausgeschaltet. Und das, was wirklich episch war, war die Antwort, die vollständige Antwort des Verkäufers. Der Verkäufer hat gesagt, also sie gefragt haben, warum habt ihr uns das nicht gesagt, dass wir den kalibrieren müssen, den Scrubbing Service kalibrieren müssen. Und er sagt, das nächste Mal kauft unseren Service mit. Wir können die Seite kalibrieren für euch. That's a good vendor. Das ist ein sehr guter Verkäufer. Und das ist ein Triple Facepalm. Warum 3? Weil es fehlt nicht mehr, man arbeitet mit einem Verkäufer und der Antwort ist am Verkäufers. Wir sind bei, kommen näher zu Nummer 1. Nummer 3. Welche Content Management ist nicht dynamisch? Lasst es uns einschalten. Wir sind sehr gut darin, gegen DDoS zu verstecken. Wenn man ein sehr großes CDN hat, also Content Delivery Network, kann man viele Netzwerkangriffe auf das eigene System umgehen. Aber das Content Dynamic hat 2 Methoden. Static, und das sind die meisten. Also statisch bedeutet, man ruft ein paar Standardantworten, hat die statischen Daten, nicht irgendwelche Suche und Fragen, und dann speichert man diese Daten zwischen auf dem Content Delivery Network. Und dann haben andere weniger Angriffe. Und wenn sie sagen, sie sind nicht dynamisch, dann ist das gut. Und dann sollte man darüber wissen, man benutzt die Seite, die dynamisch ist, mit diesem Content Delivery Network, kann es sehr viele Probleme haben. Warum? Weil es funktioniert so. Wir haben ein Content Delivery Network und ein Angreifer, ein ganz normaler Benutzer, der fragt zu irgendeiner Standardfrage, und wenn die Seite vorher schon mal von jemandem besucht wurde, von dem Delivery Network, weiß er, wie man darauf antworten muss und beantwortet vom Cache. Und wenn es nicht ist von jemandem, tut es davor, dann fragt es selber nach und fragt nach der Quelle dieser Seite. Und es sollte nur von dem Content Delivery Network angefragt werden. Kriegt eine neue Information und schickt die neue Seite zum Kunde. Der Angreifer wird dasselbe machen. Der weiß nicht, also ist es bald, weiß nicht, wo die Original ist. Ich kann es nicht recht fragen und fragt den Content Delivery Network. Und die gibt, und dann muss das nachdenken, muss die Originalseite nachdenken. Und in diesem Fall haben wir eine Quelle, die so viele Anfragen bekommt, und das ist ein bisschen problematisch, wenn man dynamisch ist bereits. Dynamisch ist ziemlich einfach zu DDoSen, weil wenn es nicht dynamisches ist und muss nicht jedes einzelne der Anfragen nachmachen, wenn es andere Parameter oder Wert hat, oder Parameterwerte hat, muss es jedes einzelne anfragen. Also was wir machen müssen ist, vom Content Delivery Network mit unterschiedlichen Anfragen stellen.
Selbe Frage, andere Parameter. Manchmal, wenn die Parameter überhaupt nicht existieren, ist es egal. Wird es anfragen, und weil es nicht weiß, ob die wirklich URL ist, und sie hat es nicht gespeichert. Also ein unserer Kunden hat genau das gemacht. Er hat einen Dynamic auf einer dynamischen Seite gemacht, und wir haben den ganz einfach die Maschinen zum Absturz gebracht. Eine andere Sache bei Content Delivery Network, das ist nicht nur dynamisch, sondern auch dynamisch ist noch mal schlimmer, ist, dass wenn man die Quelle anschaut, dann haben in der Regel keinen DDoS-Traffic anschaut. Man schaut seine eigene Maschine an, so gut wie man kann, und vielleicht ein paar Werkzeuge vom Verkäufer und vom Verkäufer des Content Delivery Networks. Und wenn man den wirklich umgehen möchte auf der eigenen Seite, dann muss man häufig, sieht man die nicht, man weiß nicht, welcher der Angreifer ist, man kann ihn nicht umgehen, man sieht nur Nachrichten vom CDN, und wenn man CDN selber blockiert, ja, dann ist es gut für uns. Okay, und das ist dieses eine verteilte Collage von Facepalms. Nummer 2. Nochmal, CDN. Also CDN sind ziemlich erregend, weil keiner weiß, wie man damit schützt. Und wenn irgendjemand sucht auf die Seite, wie zum Beispiel irgendeine kleine Seite namens Google, also um irgendwie einen Weg zu finden, zum Schützen gegen CDN-Origine, das erste Link nach die Akamai-Werbung, man bekommt, wie schütze ich meinen CDN-Origin? Und was passiert? Wie schützt man? Wir klicken drauf und wir bekommen verschiedene Ansätze, wie man das schützt. Die Origine. Und das ist ein einfacher Trick. Und das ist auch die beste Lösung. Kreiert irgendwelchen langen Buchstaben Zeile und nutzt das als Subdomain. Und ja, kann man das nutzen? Ja, aber es ist nicht so, es wird nicht passieren. Und kann es geleckt werden? Aber das wird nicht passieren. Es ist ich war sehr erfreut, das zu lesen. Warum? Lass uns mal drüber reden. So, die Taktik sieht so aus. Find einen anderen Subdomain. Mach mal ein IP draus. Scan alles drauf. Also scan 24 oder /16. Es gibt gute Chancen, dass es da ist. Aber du kannst ziemlich viel von dieser Origine finden, von der tatsächlichen Name. Aber who is Dienst? Der vergisst nie. Es vergisst, weil es dynamisch ist, aber es gibt who is Historie online. Und man kann die Historie suchen und die Domains. Und wenn man das prüft, finden wir heraus, dass manche keine Kunde haben diesen Dienst gekauft, und wir wollten die Origin schützen. Es war alles statisch. Es war ziemlich schwierig, eine statische Seite anzugreifen. Es sei denn, wir haben ein Subdomain oder wir haben einen Origin, von dem wir wissen, dass es durch unseren Angriff getroffen wird. Und wir können nicht irgendeinem beliebigen Subdomain geben. Wir müssen wissen, was wir angreifen. Und weil der Backend ist nicht so richtig deterministisch, nicht immer. So, Whois vergisst nie, und wir prüfen online. Und wir haben hier ein Beispiel von big.com, und diese Seite hat die gesamte Whois-Historie von viewdns.info in diesem Fall, aber es gibt weitere Dienste für Whois-Historie. Und wenn du ein CDN kaufst, du änderst eigentlich nicht die IP-Adresse von deiner Seite. Du gibst die nur raus zu den CDN-Provider. Und wenn du dann die ist der Historie guckst, die Ende der Geschichte oder die vorletzte, dann hast du den Jackpot, weil das ist die IP der Origin. Und das ist genau, was wir getan haben. Und das ist genau, was passiert ist, wenn diese Seite heruntergefahren wurde und die Kunde hat gesagt, hey, wir sehen nichts auf dem CDN. Und das ist so falsch. Nummer 1. Okay. Also,
das ist irgendwas Persönliches. Weil es in diesem Fall, nochmal, der tatsächliche Person, der den Dienst von uns, war der Sicherheitsbeauftragte von einer sehr großen Firma in diesem Fall, Organisation, und die waren sehr politisch, und die IT war sehr, sehr viciös in der Versuch, die Attacke zu blockieren. Und in der Woche Untersuchung, als wir versucht haben, wie die Mitigation funktioniert, von kleinen Impact-Attacken, ohne tatsächlich irgendwas zu impactieren, dann haben wir versucht herauszufinden, was losging. Und wir haben gesehen, dass deren Mitigation war erstaunlich, fantastisch. Wir hatten einen Server und wir greifen von den einen Server. Und ab dem Moment war die Blacklist war nicht nur auf den Server, sondern alle unsere Server waren weg. Und nicht ein Server, der in der USA war. Und wir haben versucht zu finden, warum. Wenn du von einer Quelle angreifst, wie können sie alle unsere Dienste, alle unsere Quellen in der vor Ort gefunden hat? Und die tatsächliche Antwort war, die Mitigation funktioniert so. Wenn du eine IP siehst, dass ein Alert auslöst, es blockiert nicht nur diese IP. Es will uns blockieren. Es will einen Angreifer. Und die wissen, dass wir und dass unsere Ressourcen begrenzt sind. Und wenn er versucht, uns zu blockieren, der denkt, okay, wir haben ein Botnet, der ist irgendwo, und das wird einen Cluster, also eine Anzahl an IPs, die zusammenhängen. Die meisten unserer Dienste funktionieren so. Und er hat einfach den kompletten /16-Seite blockiert. Also ich hoffe, dass ihr euch nicht für ihn freut. So, in Deutschland, ihr habt 116 Millionen IP. Also es ist... Also 116 Millionen IP, dann habt ihr 1800 Class B Ranges. So, wenn wir nur einen 1800 IP, das wir treffen müssen, dann können wir, sagen wir, den SynSpoof, dann können wir den kompletten Land blockieren. Also für Versicherung, also wird es wahrscheinlich von einem bestimmten Land kommen. Und dieses Land ist sehr klein. Und wir haben ein bisschen getrollt. So, denk an einen Affe, der alles blockiert, wie ein Verrückter, und dann blockiert er ganz allein das gesamte Land, und man kann nichts dagegen. Weil 15 Minuten danach, nachdem wir gestartet haben, also das gesamte Land war blockiert, und bevor die 15 Minuten aus waren, die Hälfte der Zeit, hat er sich selber blockiert, der könnte nicht mal sehen. Und hier könnt ihr sehen, warum es mein Liebling ist. So, erinnert ihr euch, was ich gesagt habe über die Maker-Facepalm? Das ist die eine. Ich sehe euch nicht Facepalming, aber ich habe mein eigenes Bild mitgebracht. Und ich glaube, es ist eine Tradition, wenn ihr mal Facepalm machen wollt. Okay. Ist das in Ordnung, ja? Gut, dann ist es in Ordnung. Super, vielen Dank. Okay, also. Verfragen, bitte die Gedanken dazu. Vielleicht das Wichtigste ist, testet es. Habt keine Angst, es zu testen. Viele wussten nicht, dass so ein Service vorhanden ist. Und wir sind nicht die Einzigen, die diesen Service anbieten. Wir wissen das. So,
Das ist keine magische Pille. Man muss kein Architekt sein, um das zu verstehen, dass es nicht nur zu Frontend passiert, sondern das ganze Netzwerk und ganzen Computer, die können vielleicht sogar mehr als das, die Telefone oder die E-Mails. Aber ausprobieren. Und ihr habt das ganze Geld, viele Spiele, und wenn ihr die ganzen Sachen einfach nur ausrollt, dann wird es euch ein Problem darstellen. Also bitte passt gut drauf auf. Und noch ein weiteres Versprechen. Wenn ihr das nicht macht, dann könnt ihr vielleicht in Zukunft von dieser Vortrag evaluiert werden. Vielen Dank. We now have about 10 minutes for Q&A. So, as always, please line up at the microphone. Fragen antworten. Bitte stellt euch an die Mikrofone oder stellt bei IRC und Twitter Fragen. Ja, und dann wird eine Person hier eure Fragen vorlesen. Und wenn ihr geht, dann seid ihr bitte leise, denn der Vortrag ist aber noch nicht fertig. Ihr werdet noch 10 Minuten weitergehen und jetzt einfach leise sein, bitte. Mikrofon, nein. Nein, der wartet nicht. Irgendwelche Fragen? Ja? Okay, the Internet. Das Internet, bitte. Du musst das Mikrofon einschalten. Anscheinend hat die Person, die Frage aus dem Internet vorlesen sollte. Soll ich meinen Internet-Service-Provider fragen, bevor ich DDoS beinhaltet ist? Das ist eine teilweise eine legale Frage und teilweise eine technische Frage. Und ich werde die legale Teil überhaupt nicht anfassen, weil ich bin kein Anwalt. Und da solltet ihr wirklich eure Rechtsabteilung, wenn ihr so eins habt. Für das andere Teil, es hängt ab, was euer Fokus im Test. Wenn ihr den gesamten System haben wollt, alle Mitigationsfaktoren, die im Spiel sind, dann ist es wichtig, den ISP nicht Bescheid zu geben. Aber wenn es nicht möglich ist, dann sagt bitte Bescheid. Mikrofon 3, bitte. Hallo. Das sind Techniken, zum Beispiel Cloudflare benutzt das Projekt, das nennt sich Railgun, wo sie die Webseiten unterschiedlich anschauen und nicht die ganze Frage der Webseite abfragen. Ich weiß nicht genau, wie sie es machen. Hat es irgendeine Hilfe? Wenn ihr DDoS, irgendwelche Hilfe oder ist das einfach nur Punkt, sinnfrei? Meistens testen wir mit Blackbox. Das heißt, wir machen Pentesting und wir wissen nicht so richtig, was auf die andere Seite passiert. Also wir sehen nur, was der blaue Team überhaupt sieht oder was denn gesagt wird. Solche Beispiele wie Cloudflare und anderen sind mitmachende Faktoren in der Angriff. Aber die haben uns nicht so viel Erklärung gegeben haben, wie wir das hätten gerne. Also ich spreche nicht über Cloudflare, weil wir haben nichts bisher nie was getestet mit Cloudflare. Also nicht, dass ich wüsste. Es war bisher nie ein Faktor. Und andere Verkäufer, die ähnlich sind, sind zu uns gekommen und haben meistens und machen Schwierigkeiten, eher die politischen Schwierigkeiten, nicht die technischen. Lasst uns sagen, wann das ist. Das legale Kram ist nicht gültig. Ihr könnt das nicht machen. Ihr habt nur 10 Minuten. Solche Sachen. Und deswegen ähnlich. Es wurde bisher in unserem Testing bisher nie verwendet. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Mikrofon 2, bitte. Wie oft findet ihr eure Kunden sehr gut geschützt, wenn ihr das erste Mal vorbeikommt? Let me put it that way. When we conducted tests, wenn wir machen Tests, ich muss sagen, dass ich das nicht mehr mache. 2 Monate bin ich fertig. Wenn wir diesen Test ausführen, haben wir eine bestimmte Länge, 4 bis 6 Stunden von dem Kunde. Und in diese 4 bis 6 Stunden haben wir einen Angriff pro Stunde, das wir vorbereitet haben und laut unserer Forschung. Und
wenn wir das evaluiert haben. Und abhängig von der Anzahl an Angriffen, dass wir über Nacht, so wie einen Angreifer machen wird, aber in längere Zeitspanne, dann haben wir mehr als 95% Erfolg. Das heißt, die meisten sind überhaupt nicht gut geschützt. Beantwortet jetzt die Frage. Gut. Ist das Internet bitte? Sie haben gesagt, scannen das ganze Test 24 oder 16 mit IPv6 würde das verbessern, sind 24 zuverlässigen IPs. Ja, das ist gut, das ist super, aber ich kenne keine Bank, mit der wir arbeiten, die in Richtung IPv6 komplett nach IPv6 geht. Sie nutzen entweder IPv4 und IPv6. Nummer 3, bitte. Ja, vielen Dank. Weil so viele Sachen auf geteilte Atmosphäre ist, mit Cloud und Amazon. Wie steht ihr sicher, dass auch ihr DDoS nicht bei denen Mitschaden für andere macht, die einfach nur andere Services da sind? Es tut. Es ist wahrscheinlich, also wenn du Angst hast, du hast Angst von Kunde der Kunde. Also jemand auf Amazon, also wenn du auf Amazon angreifst und irgendwas von Amazon geht, also diesen geteilte Infrastruktur, das ist immer ganz anders. Wir fragen und wir sprechen mit Azure, mit Amazon und anderen. Also die sind komplett unterschiedliche. Azure lässt uns Sachen tun, wenn wir denen vorher Bescheid geben. Amazon lässt uns überhaupt nichts tun, das ist sehr sehr strikt in Sachen Testen. Das ist schon massiv, nicht die eigene Seite zu testen, aber das ist sehr wichtig, wenn man eine geteilte Infrastruktur, also gemeinsame Infrastruktur, das hängt ab der Host und was die SLA mit dem sind. Nummer 1, bitte. Vielen Dank für den interessanten Vortrag. Können wir die Regeln so ein bisschen ändern? Ich würde gerne wenn wir darüber reden, was Sie machen würden, wenn Sie eine missionskritische Infrastruktur laufen lassen würden und wie Sie sich damit schützen würden. Ich bin kein Genius, von daher werde nicht davon ausgehen, dass alles, was ich sage, ist voll, aber alles, was ich tun werde, ich werde die Architektur der Mitigation, nicht nur ein Design, sondern Architektur. Und heutzutage, wir wissen, wie ein Backup funktioniert. Das ist mehr oder weniger das Gleiche wegen Redundanz und Sachen, die daneben sein müssen, bereit. Und die das können passieren. Es gibt keine magische Pille, das uns schützen wird, wie eine Architektur. Es wird nicht immer sicher sein, aber es wird gegen solche epischen Fail sicher sein. Und ein System könnt ihr jederzeit, wenn du ein guter Entwickler bist, dann machst du auch einen Pentest von deiner eigenen Anwendung. Und wenn du irgendwas Architektonisches machst, dann teste es. Nochmal das Internet, bitte. Gibt es irgendwelche speziellen Lösungen oder Produkte, die besonders gut oder schlecht sind? Nein. Ja, bitte. Hallo. So zuallererst, das Foto war nicht sehr gut. Wir sind jetzt hier nicht für Amüsement und so. Mal zweiter. Haben Sie irgendwie darüber nachgedacht, den Ding wirklich stark durchführen, ohne welche auf das Ziel zu senden? Zum Beispiel, wie kann man das legal machen und wenn es wirklich mal machen müsste, oder war es nie notwendig, weil die Seiten aus anderen Gründen untergebracht werden konnten? Okay, ich muss es nochmal zusammenstellen. Deine Frage ist, wie kannst du Schaden hinzufügen, ohne mit dem Traffic zu arbeiten? Also, ja, man kann Traffic zu einer Seite schicken oder eine IP senden. Und den reellen Link zum Ziel, dass das Ziel wirklich nicht in Verkehr hat, dass man dann nicht einen von den DDoSen muss, sondern
Wir kriegen nicht viel für Verkehr, einzeln viel Verkehr, aber das ganze Link zu dem Server wird kaputt gehen. Das ist dafür irgendwie so, dass man dann sehen könnte, wie der Weg ist, der Angriffsweg ist. Zu den akademischen Paketen beschrieben, ich weiß nicht, ob sie es praktisch benutzen. Okay, wir haben bisher nie sowas getan, also persönlich. Es ist schwierig, daran zu denken, dass irgendwas zu denken, das tatsächlich sowas liefern kann. Es sei denn, man hat einen Exploit. Es gab einen Exploit beim 28C3, wo viele Web-Application-Dienste durch den Caching-Mechanismus, aber es sei denn, wenn es keinen Exploit gibt, und wir sprechen von generellen Sachen, also ich glaube nicht, dass es möglich ist, aber möglicherweise, es ist vielleicht möglich in manchen Situationen, wenn es eine Datenbank tatsächlich, die sehr viel arbeitet und das ist, der sehr viel arbeitet, dann ist es so was wie ein Exploit. So, du schickst Traffic zur IP, der hat nichts mit deinem Ziel zu tun hat, aber weil sie in der gleichen Data Center sind, du saturierst es, aber der Target sieht nichts. Also du greifst ein, oh, du meinst, ich habe ein anderes Subdomain oder eine andere IP, aber dadurch habe ich ein DDoS auf dem Domain. Ja, das passiert sehr oft. Das passiert sehr oft, wenn wir Bestätigung bekommen von der, wenn der Kunde uns Bescheid gibt, dass wir das testen sollen, weil die Infrastruktur gemeinsam ist. Und ja, es gibt eine gemeinsame Infrastruktur, vielleicht die gleiche Kiste oder den gleichen Netzwerklink. Und ein Beispiel, wie zum Beispiel den Shiny Box, das ist genau, was passiert ist. Also in der Tier 2 Backend. Es war nicht unserem Ziel, aber trotzdem wurde es angegriffen und getroffen durch unsere Definition. Glücklicherweise haben wir jetzt keine Zeit mehr, also bitte vielen Dank nochmal.